In der letzten Episode segelten wir durch den Solent, blieben einige Zeit im Beaulieu River hängen und erkundeten die Isle of Wight. Am 1. August legten wir am Nachmittag in Yarmouth ab. Mit der Strömung und bei 12 Knoten Wind segelten wir unter Groß und Genua Richtung Südwesten. Unser Tagesziel war die 24 Meilen entfernte Studland Bay. Wir passierten die Needles und einige Meilen später segelten wir an einer Glockentonne vorbei. Diese markiert das Fahrwasser des Needle Channels, also den Kanal zwischen der Isle of Wight und den vorgelagerten Sandbänken. Hört genau hin! Gegen 19 Uhr fiel der Anker in der gut geschützten Studland Bay. Hier verbrachten wir eine Nacht, bevor wir am nächsten Tag weitere 35 Meilen nach Portland Harbour segelten. Am nächsten Nachmittag segelten wir aus unserer Ankerbucht und bei 12 Knoten Wind düsen wir ganz schön flott über das flache Wasser. So, wir segeln immer weiter gen Westen. Ja. Und es ist heute echt mal so ein richtiger, chilliger Segeltag, so wie ich mir das eigentlich vorstelle. Ja, was soll ich dazu sagen? Ganz einfach, es sind heute Morgen 27 Grad gemeldet worden in den Nachrichten an Wärme. Das kann auch ungefähr hinkommen im Windschatten. Nur wenn du hier im Wind sitzt, ist es echt scheiße kalt. Ich musste mir Pullover anziehen und eine lange Hose, weil es ist sonst wirklich zu kalt. Aber Sonne scheint natürlich und wir gleiten hier so mehr oder weniger durchs Wasser. Noras Berechnung wieder mit der Strömung, einfach genial. Also muss ich mal sagen, also die ganze Berechnerei, gut ab. Also Zeugnis ja, zum gut. Kapitän, wunderbar. Zum Navigator, ich bin der Navigator. Gut, Navigator. Ich bin hier der Steuermann und der Maschinist und dann passt das. Ja, nein, alles gut. Genau, wir fahren jetzt Richtung Portland und haben 4 Knoten Fahrt durchs Wasser, aber fast 6 Knoten über Grund. 12 Knoten Wind, fahren so hoch wie möglich am Wind. Ja, wir ist einfach so cool, weil es so wenig Welle hat. Man gleitet so richtig schön hin. Also wir fahren schon knallhart am Wind hier. Wir gehen also wirklich bis auf 30 Grad am Wind hier ran. Und ist für so eine hoffentlich schon ganz immens. Aber es steht irgendwas mit 40 Grad, aber egal. Nee, ich ziehe unter 40 Grad. Okay, 39. Schon gut. Na gut, also wir gleiten jetzt weiter. Gegen 20 Uhr kamen wir in Portland Harbour an. Im Nordwesten dieses riesigen Hafenbeckens ist es für Sportschiffe erlaubt zu ankern. Portland Harbour ist mit ca. 9 Quadratkilometer
einer der größten von Menschen gebauten Ankerplätze bzw. Häfen der Welt. Der Bau des südlichen Wellenbrechers inklusive der Befestigungsanlagen begann 1849 durch die Royal Navy. Zwei weitere Wellenbrecher wurden 1906 gegen die Bedrohung durch Torpedoangriffe aus Osten gebaut. Am nächsten Tag erkunden wir den Hafen mit dem Dinghy und besuchen die Isle of Portland. Die Halbinsel ist mit dem Festland über Chesil Beach, eine schmale, natürliche Landungsbrücke, verbunden. Zum Glück hatten wir die Möglichkeit, das Dinghy für einige Stunden in der Marina liegen zu lassen. Mit dem Abendlicht ging es zurück aufs Schiff. Die Abfahrt aus Portland, vor allem die Fahrt um Portland Bill, dem südlichsten Punkt der Isle of Portland, haben wir genauestens geplant. Hier herrschen teilweise Strömungen von 5 bis 7 Knoten und dies kann je nach Windrichtung ziemlich rau und teilweise auch gefährlich werden. Wir ermittelten unsere ideale Abfahrtszeit mittels Reeds und Navionics und um kurz nach 14 Uhr hieß es Anker auf. Unsere erste Passage über Nacht stand bevor. Es ist Samstagnachmittag, kurz nach 6 und wir düsen unsere erste Nacht auf See. Und es ist so genial. Wir haben nur ganz wenig Wellen. Ungefähr 8-9 Knoten Wind, Düse mit 5 Knoten am Wind dahin. Die Windsteueranlage, die wir heute das erste Mal im Einsatz haben, die macht das super. Das hat Hako echt gut eingestellt, meiner Erachtens zumindest. Und es ist einfach nur chillig und ich freue mich jetzt echt auf die erste Nacht. Wir haben auch fast keine Wolken, das heißt, wir haben wahrscheinlich einen richtig geilen Sternenhimmel nachher. Wahrscheinlich gehe ich gar nicht laufen. Viele Premieren heute. Gegend, echt angenehm. War die erste Nacht auf See, wirklich. War super, hat mir gut gefallen. Ich habe die meiste Zeit geschlafen. Nein, Nora konnte nicht schlafen, die war so unruhig und dann habe ich gesagt, und jetzt gehe ich schlafen und Ende und du kommst hier gut alleine klar. Und dann hat sie nicht gewagt, mich zu wecken, erst um 6 Uhr heute Morgen. Oh, dann war das ganz lässig und dann habe ich das halt übernommen. War klasse, hat Spaß gemacht. War echt schön. Tja, Nora, und dein Eindruck? Sehr, sehr, sehr geil. Also, ich meine, die erste Schicht hat Hako übernommen eigentlich. Aber dann habe ich so eine Stunde im Bett gelegen und konnte überhaupt nicht schlafen. Und dann hat es auch die ganze Zeit gepiept, ständig auch am AIS und unser anderer Pieper da ständig gehört. Dann bin ich aufgestanden, hat es mir gereicht. Und dann waren wir so ein, zwei Stunden zusammen oben, 2 Stunden ungefähr. Das war echt mal ganz spannend, weil dann sind wir auch relativ nah an einem Fishing-Vessel vorbeigefahren, was wir noch anfunken mussten. Weil mit dem waren wir echt auf Kollisionskurs, aber der hat dann zum Glück seinen Kurs zugunsten uns geändert und konnten unseren Kurs beibehalten. Das war dann ganz spannend. Ja, und dann hat Hako beschlossen, mich alleine oben zu lassen und ich war überhaupt nie müde, ich war so aufgedreht. Aber es ging echt gut.
es ein bisschen schwer, die Distanzen nachts zu schätzen. Aber mit AIS und was weiß ich, Radar und allen möglichen Tralala, den wir haben, ist es ja eigentlich ein Klacks, sag ich mal. Wann kam der Entschluss, das neue Segel zu setzen? Ja, wir konnten eigentlich die ganze Nacht segeln, bis auf eine Stunde vor der Nacht. Da hat der Wind ein bisschen abgenommen, dann hat der Wind wieder zugenommen, dann haben wir schön gesegelt und dann hat der Wind aber gedreht. Und irgendwie lag ich da im Bett heute Morgen um, keine Ahnung, um 7:30, um 8 oder so. Und dann meinte Hago, nee, jetzt geht es nicht mehr. Wind nimmt ab, Wind kommt genau von achter. Wir setzen den Parasailer. Dann bin ich aufgestanden und dann haben wir den Parasailer gesetzt. Cool. Ja. Und jetzt? Oh, wir haben sogar Delfine gesehen. Am 6. August liefen wir nach 116 Meilen gegen 14 Uhr im Hafen zwischen Fourway und Porouan an der Südküste Cornwalls ein. Wir waren restlos begeistert von dieser wunderschönen Bucht, die durch die Mündung des Fourway River ins Meer gebildet wird. Es war ein sonniger Sonntag und entsprechend viel war auf dem Wasser los. Nachdem wir in einer Mooringboje belegt hatten, machten wir uns trotz leichter Müdigkeit noch auf zu einem kleinen Spaziergang in Fourway. Nicht ohne eine Runde um Anixie zu drehen, die nun im Päckchen mit einer anderen französischen Yacht an der Mooringboje lag. Mit dem Dinghy schauten wir noch kurz bei der Werft in Porouan vorbei, wo Anixie schon am nächsten Tag rausgehoben werden sollte. Endlich hatten wir eine Werft gefunden, in der wir eine Woche an Anixie arbeiten konnten und auch auf dem Schiff übernachten durften. Eine Woche sollte reichen, um die Beschädigungen am Unterwasserschiff zu reparieren. Wo liegen wir denn hier, Hako? Ja, an der Bootswerft, um dann Anixie rauszuheben. Riesengroßen Fischkuttern, einen riesengroßen Lift und dann schauen wir mal. Ich weiß zwar noch nicht, ich denke mal, wird wahrscheinlich sogar woanders gemacht. Ich denke mal noch nicht mal hier, aber das werden wir dann sehen. Und Hako hatte recht, wir wurden an anderer Stelle rausgehoben. Und los geht's. In der nächsten Episode erzählen wir euch von unserer Zeit in Fourway und die Reise geht weiter Richtung Süden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald!